24 Tim! Ja, hallo. Hi, ich bin 24/7 von dir genervt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ihr sagt, der coolste Stand, das sind ja wir. Oh, das will ich jetzt sehen. Bist du bisexuell? Ja. Yeah. Heute dreht sich alles um Schönheit, ja, um Make-up. Was macht ihr hier? Hallo, Sarah. Hallo, hi, oh mein Gott. Wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Hallo, sind Sie die Standchefin? Nein. Wer ist denn der Standchef? Hallo, junge Frau. Hallo. Sie sind die Standchefin. Ja. Was findest du hässlich an dir? Nichts. Sehr gute Antwort. Und was würdest du den jungen Mädchen und Jungs da draußen raten, die gerade unsicher sind? Akzeptiert euch selbst. Und wichtig ist, dass ihr nicht jemand anderes sein könnt, sondern akzeptiert euch so, wie ihr seid, weil genau das macht euch aus. Was ist dein Celebrity-Crush? Oh mein Gott. International oder deutsch? Deutsch am besten. Dann können wir hier wegen Promi-Flash. Ach so, wegen Promi-Flash. Die schauen das. Ach, wirklich jetzt? Ja, wenn du jetzt Presse haben willst, hau was raus. Das ist unsere Diamonds. Die kriegt ihr. Diamonds? Das ist eine Palette. Lipgloss und Blush. Und dann kann man sich ein tolles Make-up zaubern, hat immer alles dabei. Oh ja. Wow, habt ihr viele Sachen. Gott, mein Sack wird schwer. Der Geschenke-Sack wird schwer. Was für Goodies habt ihr denn so? Wir haben ganz viel. Was findest du interessant? Wir haben alles. Das ist vegane Kosmetik. Das ist ein Baked Blush. Ganz irre im Auftragen. Super, super schön. Davon nehme ich auch gerne drei. Das ist Tint Kit und Browlift. Browlift ist ja jetzt momentan super, ne? Davon nehmen wir auch ein paar. Mitnehmen, ja? Gerne. Ja, das schmeißen wir jetzt einfach mal hier rein. Ist ein bisschen unangenehm. Wer kriegt das denn überhaupt? Die Zuschauer, es wird verlost. Ah, okay, na dann. Ja, ich nicht. Ja. Und was ist das hier Schönes? Das sind unsere wunderschönen Alurahmen-Koffer. Verschiedene Looks in einem Koffer. Es ist ja sehr spannend, wie krass du durch die Decke gehst. Du bist ja auch mit RTL 2 angefangen. Hast du irgendwie Tipps? Ich bin auch bei RTL 2 gewesen. Ja, wie schaffe ich es, Millionen Follower zu bekommen? Oh mein Gott, authentisch zu bleiben. Spaß zu haben an dem, was du machst. Nichts zu machen, wo du nicht dahinter stehst. Und einfach dranbleiben. Mein Celebrity-Pod. Also ich habe gestern jemanden hier gesehen, den ich wirklich sehr hot fand. Ich wusste nicht, wer der ist, aber er heißt Fabian. Und ich dachte mir, oh mein Gott, Fabian Tietzchen? Ich hab hier einen Crush gefunden! Aber die ist in meinem Management. Nein. Ja. Hier unsere Sonnenbrillenbox. Sehr cool. Mit dem und da sind Produkte drin. Auch vegan. Ja, nehmen wir gerne alles mit. Könnte ich auch so eine Box haben? Ja. Welche möchtest du denn gerne? Vielleicht davon eine und davon? Und vielleicht davon eine? Aber das kannst du sie überhaupt tragen? Ja, ja, ich bin zwar ein Lauch, aber stark, glaube ich. Rot ist, oh, blau habt ihr ja auch. Das ist unser Maryberry, das ist unser Lieblings. Ehrlich? Ja. Läuft am besten? Ist am schönsten. Ja, ist echt schwer. Ja, okay, vielen Dank, ich muss wieder weiter, ihr seid wirklich cool. Ganz kurz, Fabian, bleib mal stehen jetzt. Ich hab einen Crush für dich. Oder meinen Sie, ich hab das alles nötig? Nee. Wo postet ihr das jetzt alles? Wir sind gerade live auf ARD. Nein. Doch. Nicht dein Ernst? Ja. Oh Gott. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Können Sie jemanden grüßen? Nein! Also jetzt mal ganz ehrlich, dieser ARD-Witz, ne? Der funktioniert so gut. Das funktioniert so gut. Ich kann Ihnen noch ein paar Goodies zeigen. Guck mal, hier diese Wimpern sind cool. Ich habe ganz viele weibliche Fans. Ganz, ganz viele. Ja. Ganz viele. Ja, so 7, 8. Um einmal zu demonstrieren, wie schwer der Sack ist. Kannst du den mal tragen? Ist ja peinlich. Das sah bei dir voll leicht aus. So, ich war gerade beim Backstage-Area, Fabian. Und ich hab dein Mädchen gefragt, was ihr Celebrity-Crush ist. Ja, aber ich bin ja kein Celebrity. Doch, du bist voll der Star, Alter. Ungelogen, gerade vor einer Sekunde stand hier eine von Berlin Tag und Nacht. Da! Zurück, 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 zurück. Oh, nach da. Da, wie findest du die? Mrs. Malisa. Mrs. Malisa? Bisschen billig, aber ist okay. Schön. Krass, also wirklich. Also du stehst auch ja auf die Bad Boys, so mit Tattoos und so. Ja, eigentlich habe ich keinen bestimmten Geschmack, aber der ist schon hot. Ich kenne sie nicht. Aber ist die geil? Tim, ja, ich habe auch kein Interesse ja, jetzt. Derzeit an Frauen. An Männer oder wie? Nee. Achso. Ja, sonst hätte ich heute vor Tim noch gefragt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was findest du hässlich an dir? Oh, da gibt's auch einiges. Ich glaube, niemand ist so zu 100% im Reinen mit sich. Jeder hat mal hier so ein paar Dellen. Hier mal so ein paar Fettpolsterchen mehr. Man muss einfach, glaube ich, dazu stehen. Jeder Mensch ist besonders so, wie er ist. Und man soll das Beste draus machen. Mareike, du schöne Maus. Ja, gleichfalls. Wenn ich so krass lache, dann geht es immer so hoch.
Und dafür wurde ich auch früher mal gehänselt, weil mein Zahnfleisch immer so hoch kam, ja. Krass, ich wollte nämlich gerade sagen, bei dir ist es, glaube ich, schwierig, was zu finden. Ah, ich bin gut. Euro pro Stück, ne? Ja, aber wir wollen ja gucken, ob ihr cool seid. Wir sind. Oder seid ihr geizig? Auf gar keinen Fall. Nein, dann ist ja gut. Das Ding ist, ich habe von Aaron Troschel gelernt, man darf nie zufrieden sein mit dem, was ihr in den Sack reinschmeißt. Man muss immer sagen, mehr, genau, ein bisschen mehr. Der stand daneben, der hat mehr gegeben und solche Sachen. Moin, moin! Hallo! Wir sind gerade auf der Suche nach der coolsten Marke auf der Globe. Ja, wir sind die coolste Marke auf Globe. Dann zeig mal, wir, hier, pack was rein. Ja, machen wir. Dann gebe ich dir auch noch mal 2, 3 Kleber mit, weil sonst bringen auch die Wimpern nichts. Perfekt. Super, danke schön. Gerne. Oh, die sieht ja cool aus. Die Verpackung. Da packe ich schon mal alles rein. Ja, gerne. Was ist an den Augenpads so geil? Die sind so feucht, also so viele Feuchtigkeit. Sehr geil, dafür nehme ich gerne ein paar mehr. Gerne. Die brauchen wir auch. Leon. Ah, na, hi. Wo bist du denn reingefallen? Ein Schmetterling. Ja, glaube ich auch. Ah, kann man euch verlinken. Und sind das auch Goodies, das da? Nee, eigentlich. Das darf man nicht mitnehmen. Okay, dann nehme ich ja nochmal eben sowas hier. Und dann nehme ich noch das mit. Ist ein bisschen unangenehm gerade, aber es wird immer voller. Super, dankeschön. DM Live. Okay. Wie findet ihr Judith Williams? Kenne ich ja nicht. Kennst du nicht? Nee. Von Höhle der Löwen. Okay, ja, keine Ahnung. Bestimmt. Wenn du irgendwie mal eine Idee hast, ja, irgendwie eine... Hab ich. Ja? Was für eine Idee? Pass auf. Ach so, nee, muss ja eine Verkaufsidee sein. Ja, ja. Was ist dein Celebrity-Crush? Mein Celebrity-Crush? Deutsch am besten. Deutsch. Boah. Ich weiß es nicht. Mir fällt gerade keiner ein. Wen gibt's denn? Mich zum Beispiel. Nee. Hallo. Hallo. Ja, Hauptsache Film, aber jetzt wegdrehen, oder was? Was? Oh Gott, oh nein. Moin, moin. Und da ist schon eine Mitarbeiterin weg. Warum hat man auf der Glowcon kein Goodie? Das ist ja ein Goodie. Wir können ja sagen, ob du eine Hautkrankheit besitzt, welchen Hauttyp du hast, eine richtige dermatologische Behandlung kostenlos online durchführen und das alles von der Couch zu Hause aus. Also falls ihr eure Haut mal abchecken wollt, macht es ruhig. Sehr gern, wir würden uns sehr freuen. Seid ihr Mitarbeiter? Ja. Wer ist denn die Standchefin? Ihr alle seid es. Cool. So, ihr. Wir sind auf der Suche nach der coolsten Marke hier auf der Glow. Und hier könnt ihr sehen, wir haben eine Menge coole Marken kennengelernt. Deswegen seid ihr auch cool? Wir sind auch cool, ja. Dann zeigt mal. Hallo, junge Frau. Oh, hi. Ihr seid von Promiflash. Ja. Zeig doch mal das Mikrofon. Das ist unsere Goodiebag mit unseren super tollen Produkten von Real Techniques, Eilie und Elegant Touch. Und du hast mir da jetzt nur eine Tüte mitgebracht? Ja, du bist doch auch nur ein Mensch, oder? Das ist aber eine Riesentüte hier und das wird an meine Fans verlost. Ich hab nicht nur einen Fan. Ja, wir haben aber auch nicht so viele Goodiebags für all deine Fans. Ihr seid nett, aber die coolste Marke seid ihr jetzt heute nicht. Ich bin morgen aber auch noch mal da. Dankeschön, bis morgen. Die haben alle gar keinen Bock auf mich. Ah, hi. Ja? Na klar. Das war sie. Ja, wir sind jetzt hier bei einem RTL-Exklusiv-Interview, glaube ich. Vielleicht wird es auch einfach nur ein Gruppenfoto. 20 Menschen, die 2 Millionen im Monat umsetzen. Geil! Nee, was mag ich halt? Ach so, ja, mein Haaransatz habe ich nicht gemacht. Den habe ich aber wegmachen lassen. Also ich war in Istanbul, Haartransplantation, jetzt ist es weg. Eine Kooperation? Nein. Nee, ja, wahrscheinlich. Ich habe die gleiche Anfrage auch 10 Mal bekommen. Oha. Ich habe hier, guck mal hier, Geheimratsecken so ein bisschen ja, und da so ein bisschen. Tatjana? Was hast du denn da für ein Mikro? Wir drehen auch hier gerade für YouTube. Nein, ernsthaft? Ja, sprich du mal bitte. Ja, und dann ist es halt so da, und dann auch so, und dann zum Beispiel ist es so, und dann kann man das zum Beispiel dann so machen. Tanja, nicht sprechen, bitte. Tanja, bitte nicht sprechen. Tanja, einmal nicht sprechen. Jetzt bin ich dran. Ah, ich bin geschockt. Hallo, super. Hi. Ja, geil. Was finden Sie hässlich an sich selber? Oh, was ich an mir hässlich finde, das will ich gar nicht verraten. Also, ich finde immer, ich habe breite Hüften.
Und meine Nase finde ich nicht so toll. So, jetzt geht's weiter. Hallo! Hallo! Kurze Frage, was finden Sie hässlich an sich selber? Gar nichts. Sehr gut, danke. Findest du auch, dass Social Media einen jungen Menschen sehr verunsichern kann? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen durch die ganze Filterkultur, sagen wir das mal so. Ich versuche immer an meinen Stories keine Filter zu machen, weil die verändern einfach die Gesichter. Und ich habe auch letztens, also im Auto saßen wir vorhin, da hat jemand ein Bild gepostet und der hat einfach alles nochmal verändert. Und natürlich, Das ist fake. Ja, es ist halt alles fake. Und wenn man die Leute dann echt sieht, denkt man sich ganz oft, die sehen ganz anders aus. Oh, sind die hässlich. Na, das jetzt nicht. Was finden Sie hässlich an sich? An mir? Oh, da gibt es eine ganze Menge, aber meistens ist meine Seele. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Ja. Heiß, oder? Fertig, sehr, sehr heiß. Wir haben vor... Oh, hey, das ist mein Freund hinter der Kamera. Mir ist scheißegal. Laut Bildzeitung hieß ich mal Tom Roche. Ja, aber wir sind ja nicht Bildzeit. Ja, nee, ihr seid ein bisschen niveauvoller. Ganz genau. Auf wen freut ihr euch heute am meisten? Pamela Reif, ja. Wann kommt die? Ja, jetzt irgendwann um 11 eigentlich, aber. Wollt ihr die fragen? Ja, ein bisschen Beauty, bisschen Sport, so. Was findet ihr hässlich an euch? Gar nichts. Richtige Antwort. Ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Ein Lächeln. Danke, Sarah. Viel Spaß. Gerne, mal ganz kurz. Ich bin so überlaufen gerade. Ich will nur gut davor, Bescheid zu sagen, weil wir wussten es gar nicht. Ja, nur ganz kurz, Dominik, kurze Frage. Was findest du hässlich an dir? Meine Füße. Ehrlich? Ja. Wirklich? Wir haben so einen Pappaufsteller auch vom Domi und der steht nicht hier, weil er keine Schuhe anhat. Nee, das sind alles irgendwelche Instagram-Stars, die so 20.000 Follower haben oder so. Ich frag die mal. Entschuldigung, seid ihr Instagram-Stars? Nee. TikTok. TikTok-Stars, wie viele Follower habt ihr? Also ich habe jetzt gerade 1,2 Millionen auf TikTok. Oh, falsch geschätzt. Okay, danke. Was hast du denn gedacht? Nee, alles gut. Heute werde ich ferngesteuert. Ich glaube, es der Hintergrund ist oder ihr, aber irgendwas ist störend hier auf diesem Bild. Du hast die Nudes auf Grindr geschickt. Knossi. Pamela Reif hat mir gerade in den Arm geschlagen. Es ist alles nur für die Klicks.